Oh, hier wird's wieder steil. Hier ist eine Bove. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Schaut mal diese Aussicht auf den Königstein. Ist das nicht toll? Heute geht's zu einer Wanderung auf dem Malerweg. Als erstes fahre ich mit dem Zug. Hier gibt es eine S-Bahn, direkt hier oben fährt die, zeige ich euch gleich. So, als erstes fahre ich mit dem Zug nach Wehlen und dann laufe ich von Wehlen Richtung Königstein zurück. Und wir fahren jetzt hier vom Bahnsteig 1 Richtung Dresden und steigen in Wehlen aus. So, den Zug haben wir schon mal geschafft, das ist alles gut. Und Cassie mag es auch. Die macht sich gemütlich. Schaut mal den Zug an. Kein Mensch hier drin. Total leer. Also dort ist der Mönch, hier oben sind die Felsen, die gehören alle zu Bastei. Das ist der Mönch. Und dort seht ihr die Basteibrücke. Nächste Station. Stadt Wehlen. Bis hier haben wir es jetzt schon mal geschafft. Jetzt gucken wir mal auf die nächste Landkarte und schauen, wo hier der Malerweg startet. Schon gefunden. Wir sind hier in Königstein gestartet mit dem Zug. Sind wir jetzt hier entlang gefahren. Hier sind wir angekommen. Jetzt gehen wir den Malerweg entlang. Der müsste hier entlang führen, durch die rauen Steine. Den Ort Weißig. Da überlege ich mir dann, wie spät es ist, ob ich noch in den Kurort Rathen runterwandere. Denn hier ist die Bastei, das haben wir gerade gesehen. Hier ist der Mönch, die Basteibrücke. Dann müsste ich mit der Fähre rüberfahren, aber denselben Weg zurück. Denn hier sind auch schöne Felsen. Die Nonne, die ist direkt gegenüber vom Mönch. Dann führt der Weg hier oberwärts der Elbe entlang durch Thümsdorf am Königstein vorbei nach Königstein zurück. Hier vorne ist die kleine örtliche Fähre, die fährt immer hier hin und her. Hier bei dieser Fähre wird übrigens die natürliche Strömung der Elbe ausgenutzt. Die kommt hier rüber, indem sie durch die Strömung fortgetrieben wird. Wow, guckt euch doch mal die Aussicht an. Herrlich, oder? Und da geht unser Weg weiter, diesen Berg hinauf. Da unten geht's tief hinab in den Bärengrund. Da ist der Königstein. Ja, und andere Seite. Die Bastei. Ganz schön steil und schmal. Dieser Weg heißt übrigens Rauensteinweg. Hier ist eine Bove. Wer nicht weiß, was eine Bove ist so eine Art Höhle und die Bergsteiger, die übernachten dann hier und können dann gleich morgens starten, den Fels hier hoch zu klettern. Auch eine schöne Aussicht, wenn man dann morgens hier aus dem Schlafsack krabbelt, oder? Ja! Geschafft!
So, die erste Station haben wir erreicht. Hier ist die Berggaststätte. Berggaststätte Fels Rauenstein. Sie ist auch geöffnet, aber es ist erst 10:30. Hier steht's nochmal. Stadt Wehlen. 1¼ Stunden und wir haben gerade mal eine 3/4 Stunde gebraucht. Geöffnet vom 1. April bis 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr. So, der Weg geht eigentlich hier unten weiter. Aber wir gehen jetzt mal hier übers Geländer. Ich kenne mich ein bisschen aus in der Gegend. Und ja, schauen wir mal. Ah, meine alten Plätze gibt es noch. Hier können wir schön Lunch machen. Und bleiben trocken. Und sogar ein kleines Feuer ist möglich. Nudeln mit Huhn. Schmeckt gut. Lecker. Latte Macchiato bei Regenwetter. Perfekt. Da ist sie. Ein sehr beliebter Kletterfelsen. Hier ist auch meist viel los, weil die Schwierigkeitsgrade sind nicht sehr hoch. Aber das macht natürlich mehr Spaß. So, das war's erstmal mit meinen geheimen Ecken. Jetzt suchen wir uns wieder den Malerweg zurück. Und zwar gehen wir da lang. Da ist das Restaurant, wo wir vorhin vorbeigelaufen sind. Dann ist dort hinter den Bäumen, das sieht man kaum, die Nonne, wo wir gerade eben waren, klettern. Dann haben wir dort den Lilienstein und dort den Königstein. Da müssen wir wieder hin. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich erstmal Teil 1 meiner Malerweg-Rundreise hier heute beenden. Denn sonst wird das Video einfach zu lang. Nicht, dass ihr euch noch langweilen werdet. Darum macht erstmal eine Pause, geht raus, bewegt euch. Vielleicht scheint ja die Sonne bei euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos, zum Beispiel Teil 2 meiner Malerwegwanderung sehen wollt, dann abonniert genau hier, da, meinen Kanal. Bis bald!